So, aus gegebenem Anlass folgt jetzt ein Video von mir persönlich. Und jeder, der da angeblich einen Livestream von mir sieht, na, wie auch immer, das bin ich nicht. Davon ab, weil erstens habe ich ein ganz normales Profilbild von mir drin und zweitens habe ich seit Tagen kein Livestream mehr gemacht. Und wer auf so einer Kinderkacke reinfällt, dem ist nicht mehr zu helfen. Und wer so eine Kinderkacke macht, bei dem ist eh Hopfen und Malz verloren. Davon ab. Und ich werde mich auch auf eurem Niveau nicht mehr runterbegeben. Davon ab. Und noch ein Wort zu so manchen Rufen. Also die Leute, ihr habt's begriffen, dass bei mir nur Rufnummern durchkommen, die freigeschalten sind. Aber Rufnummern, die ich nicht kenne, die google ich erst mal in YouTube, beziehungsweise in Google, bevor ich diese Nummern annehme. Und wenn ich diese Nummer nicht kenne, na, sie kommt sonst woher. In Google ist viel drin. Und diese Nummern werden sofort von mir blockiert, ohne sie jemals angenommen zu haben. Davon ab, nur so viel zu euch. Also, ne? Davon ab. So. Nur damit ihr das generell wisst, so Nummern, die ich nicht kenne, werden nicht angenommen, die werden gegoogelt und kommt in das Spanisch vor, sofort blockiert und weg damit. Und fertig. Und noch eine Info. Falls ihr auf den Trichter kommt, auf den absolut bekloppten Trichter kommt, mir irgendwas zu schicken, per Boten oder was weiß ich, ob es Hermes ist oder DHL ist, ich weiß, wie, wann, wo und mit welchem Dienst ich mir was bestelle. Und nur wenn ich weiß und Sachen erwarte, die nehme ich an. Bei Sachen, wo ich mir sicher bin, ich erwarte nichts und das Päckchen habe ich nicht bestellt, verweigere ich die Annahme und lass es zurückgehen, somit, wenn es ankommt. Wenn mich der L. Hermes und Navidi Dienste immer auch heißen mögen, erreichen tun, weil ich habe eine Besonderheit. Ich habe so eine ganz neumodische Schellenanlage bei mir in der Wohnung. Ich kann die Schelle an- und abstellen, wie es mir passen tut. Und ich persönlich habe nur die Schelle an, wenn ich persönlich genau weiß,
Dann und dann erwarte ich den DHL-Mann oder den Hermesboten oder irgendeine Therapeutin von mir. Nur dann habe ich die Schelle an. Ansonsten ist die Schelle aus. Also, da, wenn ihr Kiki, Anna und sonst wer auf die schwachsinnige Idee kommt, mir was schicken zu müssen, dann müsst ihr erstmal wissen, wann ich meine Schelle an hab. Wann, wie und warum und so, wann meine Therapeuten kommen. Und ihr müsst auch mit denen in Kontakt sein, weil das kann nämlich sein, dass die mir kurzfristig die Uhrzeiten verschieden tun. Und dementsprechend verschieben sich natürlich auch die Zeiten, wann ich die Schelle anhab. Davon ab, aber ne, ich von euch darf man ja nichts verlangen. Man merkt, ihr seid in vielen Sachen weitaus unterentwickelter wie ein Kindergartenkind. Aber was will man von euch erwarten? Rein gar nichts. Also Verstand habt ihr sensationell. Das ist ja kein Verstand mehr. Das ist sensationell. Weil, ne? Also, ne, gebt euch keine Mühe. Also, ne? Nummern, die ich nicht kenne, google ich erstmal nach. Den nehme ich prinzipiell nicht an. Google erstmal, um mich schlau zu machen. Pakete nehme ich nur an, wenn ich genau weiß, dass auch ich was bestellt habe. Alles andere geht zurück zum Absender. Nur so zur Info. Und drittens, dieser angebliche Livestream, wo diese Anna dahinter steckt, der bin ich nicht. Ich habe ein normales Bild auf YouTube bei mir drin. Und wenn sich das mal aus irgendeinem Grund ändern sollte, dann waren da Hacker am Werk. Dann wurde mein Konto bei YouTube gehackt und fertig. Ja. Und noch das alles zur Info für euch. Weil auf eurer Kinderkacke lasse ich mich grundsätzlich nicht mehr ein. Ich warte nur auf Infos, die mir zugespielt werden, und werden die zu krass, dann werde ich mich in einem Video so wie jetzt dazu äußern und die Sachen gerade rücken, ganz einfach. Und mehr werde mich so Kindergartenkindern wie die Anna, die Kiki und den Peter nicht äußern. Für mich sind das Kindergartenkinder, die nichts Besseres zu tun haben, als wie sich so wie so ein Kindergartenkind aufzuführen. Mehr ist das für mich nicht. Wisst ihr, was ihr mich könnt? Genau das. Ihr könnt mich mal am Popo schmatzen. Und das ganz fett davon ab. Und ich will auch von eurer Seite keinen Scheiß mehr über mich hören. Und andere, wie den Rainer, na, sonst wen, hört auch auf, den zu mobben. Auch andere Leute zu mobben, sonst lernt ihr mich richtig kennen, dann
Wenn ihr damit nicht aufhört, dann fange ich richtig an, euch zu mobben. Denkt dran. Und dann fange ich richtig an und denkt dran. Ich werde am Beigericht immer freigesprochen, weil ich besorge mir ein ärztliches Attest, dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Und dann kann man mich nicht verurteilen. So schlau bin ich auch. Aber ihr wahrscheinlich nicht. Aber das soll mir egal sein, ob ihr so schlau seid und mit da auch dran denkt.